Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario hier in Part 30. Im letzten Part ist uns ja der Part abgestürzt, sage ich mal. Zum Glück am Ende. Und wir schauen mal, wie es jetzt mit Bowser als Hauptprotagonist hier, ob es besser läuft. Hahaha. Er rennt einfach weg. Sind wir zu spät? Nein, nicht so. Und es stürzt schon wieder ab. Verdammte Axt. Ist diese Szene buggy oder was? Dreck. Scheiße, Mann, und ich muss immer wieder scheiß Mimikampf machen, Mann. Oh, AIDS. So, ich habe rausgefunden, dass ich einfach nur den Fehler im Hintergrund hätte bekämpfen müssen. Da steht die ganze Zeit irgendwie Fehler 31, bla bla, irgendwas. Ich muss einfach die ganze Zeit nur Enter durchhauen. Und dann hat es irgendwann funktioniert. Also weiter geht's. Graf Knickwitz. Er kommt mir irgendwie bekannt. Ja, sogar regelrecht vertraut vor. Moment, ich kenne ihn. Oder genauer gesagt, ich kannte ihn. Aber woher und wann? Wer ist er? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, wie es aussieht, haben wir es geschafft. Und sind da doch noch rausgekommen. Mario, weißt du? Oh, was ist denn los? Oh, was ist hier los? Schwer zu sagen, ich bin auch etwas verwirrt. Wir scheinen wieder in Flippstadt zu sein. Aber was ist mit König Medit und seinen Recken? Und dem reinen Herzen? Die Tür zu dieser Welt existiert immer noch. Ich frage mich, sollen wir es wagen? Ja, ich denke, wir sollten sie öffnen. Machen wir das auch mal. Ich habe im letzten Part beim Mimikampf ein bisschen mehr KP verloren, als ich eigentlich wollte. Von daher muss ich mal irgendwie gucken. Wir haben nichts mehr zu trinken hier. Wir werden mal irgendwie shoppen gehen. So, dafür müssen wir aber erstmal zurückgehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der Shop war. Ob das jetzt auf der Ebene war oder auf der einen tiefer. Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Leider müssen wir so lange dieses Piepen ertragen. Da könnten wir uns aufheilen, aber ich möchte nicht geheilt werden, sondern Items kaufen. Und das können wir hier tun. Haha. Schönen guten Tag. Hi. Ich möchte gern kaufen. Und zwar. Nein. Sternmedaille. Die 1000 Punkte wert ist. Wow, man kann sich Erfahrung kaufen. Ist das nichts? Das ist doch was. So, dafür hätte ich gerne 100.000 Stück. Ja, bitte, gib mir noch einen. Wir gehen gleich auf jeden Fall in diesen Laden. Ah, wie teuer das hier ist, Mann. 30 für 10 KP ist schon echt. Schon Wucher, muss man echt sagen. Ja, dieses Piepen fuckt mich ab. So, einen kaufen wir noch. Ah, können wir nicht. Alles klar. Reingehauen. So, jetzt schnell ins Toadhaus oder was auch immer das hier ist. Ich nenne es einfach mal Hotel. Hallo. Willkommen in Tingas Hotel, wo du deine Batterien wieder aufladen kannst. Willst du dich nicht etwas erholen, Reisender? Ein bisschen Schlaf wirkt Wunder. Alle Schmerzen und Zipperlein verschwinden! Pardon, ich neige manchmal zu Wutausbrüchen. Hihi, genieße deinen Aufenthalt, Reisender. Okay, das ist geil. Bowser noch nie gähnen gesehen. Also Peach haben wir schon gesehen, Mario haben wir glaube ich auch gesehen, aber Bowser haben wir noch nicht gesehen. Cool. Guten Morgen, gut geschlafen? Oh, Alter. Dann auf in den Tag. Was war das denn für ein Knicks? Schnauze da. Reingehauen. So, jetzt gehen wir hier hoch. Und versuchen noch einmal die Tür zu betreten. Die Tür des Todes. Oder so. Also theoretisch gesehen müssten wir jetzt im Nichts sein. Das Problem ist dann, wo ist das reine Herz? Ich meine, wenn der Typ weg ist, oder ist der Typ auch einfach nur im Nichts? Kommen wir mal rein.
Kapitel 6.1 schon wieder, verdammte Scheiße. Hier ist einfach nichts. Es ist nichts mehr da. Das ist Wahnsinn, ich bin ja immer für Bosheiten zu haben, aber zu viel ist zu viel. Warte, ich spüre etwas, ganz schwach. Es ist das reine Herz. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendetwas gibt, aber wir sollten nachsehen. Dem kann ich mich nur anschließen. Hä? Es gibt ja doch noch was. Es sieht einfach nur aus, als ob alles zerstört wäre. Aber hier sind tatsächlich noch Steine und da eben habe ich noch die Spitze von einem Turm gesehen. Das sind auch nur Trümmer. Okay. Das ist tatsächlich nicht gerade schön. Und für alle, die diesen Part nachts gucken, tut's mir gerade leid, weil das Weiß dürfte ziemlich hell sein. Das Gute ist, jetzt könnt ihr gucken, ob ihr irgendwelche dreckigen Sachen auf dem Monitor kleben habt. Weil auf weißem Grund ist das immer ganz gut. Dann schnappt euch mal schön einen Lappen. Und mach den Kram sauber, solange wir hier den Part machen. Was auch immer ich hier tun muss, ich muss ja einfach nur laufen. Ist ja richtig spannend. Aber Tippi hat das so reine Herz gewittert, von daher. Gucken wir einfach mal. Na gut, dass wir unseren Surfer dabei haben. Mit dem geht das alles doch ein bisschen schneller. Stell dich mal vor, wir müssten mit Bowser ohne Surfer hier lang gehen. Boah, dann wäre der Part allein eine Viertelstunde lang. Was ist das dort drüben? Könnte das... Es ist das reine Herz. Irgendwie hat es die Zerstörung dieser Welt überstanden. Aber etwas stimmt nicht. Dieser Ort ist wie ein unbeschriebenes Blatt, nicht? Hey, was ist das? Sieht aus, als wäre euer reines Herz hinüber. Ja, sieht aus, als wäre es das Ende der Welt gewesen. Und das war wohl zu viel fürs Herz. Der Karl. Egal, ich nehme es trotzdem mit, um euch zu ärgern. Ah, du bist es. Wie immer modisch, in Overall und rotem Hemd gekleidet. Ha. Du bist der Typ, mit dem wir im Weltall gekämpft haben. Das Prognostikon ist wirklich beeindruckend, oder? Alles, was der Graf nicht mag, verschwindet einfach so in nichts. So, ich muss weiter. Haltet euch aus den Plänen des Grafen raus. Wir werden Graf Knickwitz aufhalten. Jetzt gibt das reine Herz, er, du schmieriger Kerl. Ihr wollt also einen Kampf, ja? Den sollt ihr haben. Brubotter, los! Ja, hallo, hier ist das Nichts. Jetzt hat er ja Fäuste gekriegt. Seht ihn euch an, er ist auf dem neuesten Stand der Technik. Mein neuer Freund, Brubotter Typ L. Der grüne Donner schlägt ein wie ein Blitz. Dieser Overall ist so out. Oh Gott. Irgendwie gefällt mir das nicht. Wie sieht der denn von vorne aus? Wow, easy peasy Ausweichmanöver hier. Ich weiß noch nicht ganz, was ich tun muss. Okay, die kann ich abwehren. Ich tippe mal auf Stampfattacke. Mitte Druckwelle habe ich gedacht. Dem ist wohl nicht so. Ich weiß allerdings auch nicht, ob ich da drin stehen bleiben kann. Was geschieht da jetzt? Hier! Yeah. Laserstrahlen. Okay, die verfolgen mich auch dreidimensional. Hey, hallo? Ja, er kaut mich durch, spuckt mich aus und das macht 4 Schaden. Okay, kurz überlegen, was können wir hier tun? Wir können Knüppel rausholen. Also ich hab das... Was war das denn jetzt? Wow,
Das ist ja mal cool. Also ich muss ihm irgendwie auf den Kopf springen. Oder mindestens auf die Nase und dann auf den Kopf oder so. Was weiß ich. Hey, hallo. Meine Fresse. Das ist ja richtig AIDS. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Peach springt nicht hoch genug, Mario springt nicht hoch genug und Bowser schon mal gar nicht. Haben wir denn irgendwelche... Können wir mit Surfer hochspringen? Probieren wir aus. Wow. Ah, mit Surfer dürfte es klappen. Alter, das ist richtig kacke. Was ein ekliger Bosskampf, Mann. Das nervt ja schon regelrecht. Als ob der Bowser einfach so einsaugen kann. Das übertreibst du echt, Luigi, Mann. Neuester Stand der Technik hin oder her. Oh fuck. Das ist einfach so übertrieben, Alter. Ja, egal was ich treffe, es ist eigentlich scheißegal. Es ist richtig weird. Nach wie vor verstehe ich es nicht. Ich muss wahrscheinlich irgendwie auf seinen Händen rumspringen und dann auf seine Nase. Jedenfalls würde das Sinn machen. Da ich mir aber nicht sicher bin, und in den meisten Fällen... Okay, das bringt auch nichts. Das auch nicht. Wow! Ich springe einfach in die komplett falsche Richtung. Ich habe immer noch nicht gecheckt, wie ich ihn angreife. Also ich könnte... Krabumso bringt nichts. Scheiße. Ich müsste mal gucken, dass ich irgendwas von ihm... Okay, seine Hände greifen kann ich auch nicht. Dann hau ich halt die ganzen Dinger raus, dafür habe ich sie ja gekauft. Das bringt auch nichts. Ich könnte maximal eine Rakete, die er wirft, vielleicht zurückwerfen. Ja, und da halt so auf seinen Kopf springen. So, da muss ich mich ducken. Ja, da hätte ich jetzt drauf springen können, hab's natürlich verkackt. So, und da kommt jetzt eine Rakete, die kann ich wahrscheinlich sogar nehmen. Wenn ich sie nicht verkacke, Mann. Oh, heftig. Dieser Kampf regt mich jetzt schon so mega übertrieben auf, weil es einfach nur mega scheiße ist. Brubotter hin oder her, der Kampf ist ultra kacke. Ich überlege gerade, ob es irgendeine scheiß Möglichkeit gibt, den einfach fertig zu machen, Mann. Ich weiß nicht mal, ob ich in der Luft... Na gut, das waren jetzt 10 Schaden. Ich glaube, mit Bowser wird das richtig abgehen. Du Arschloch. Natürlich. War ja klar. Aha. Dann warte ich, bis du deine Hände wieder kriegst oder sowas. Oh, Laser.
Oh, kannst du mal mit dem scheiß Bart aufhören? Na also. Okay, das bringt nichts. Das war daneben. Heftig. Also ganz im Ernst, das ist der schlechteste Bosskampf, den ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Der ist mega scheiße. Dann springt man auch daneben. Okay, dass ich daneben springe, ist meine eigene Schuld. Aber dass das generell so kacke ist, ist schon Schuld des Spiels, würde ich mal sagen. Oder es gibt irgendwas, was ich komplett übersehen habe. Es ist unmöglich. Wenn er seine Hände normal da hat, dann springe ich von ihm weg, wenn ich drauf springe. Wenn er seinen Bart wirft, bin ich normal getroffen. Wenn er seine obere Hand schmeißt, bin ich gefickt, weil ich da nicht drauf komme. Auf die untere komme ich. Das wäre die einzige Chance, auf seiner Nase zu landen. Und sonst halt, wenn ich random Glück habe, gerade hoch genug zu springen, wenn er zu tief ist. Jetzt kommt die Kackrakete wieder. Jetzt kommt der scheiß Bart. Mir gehen die Pilzdinger aus, ey. Scheiß drauf, dann hau ich die Lebenspilze jetzt raus. Das reicht. Abgesehen davon, wofür ist der scheiß Poblock da? Kann der was? Nein. War klar, dass das scheiße ist. Oh, ist das AIDS. Ja, und das bringt mir natürlich auch nichts. Das ist natürlich auch wieder Schwachsinn. Ich probiere das weiter, ist mir scheißegal. Na komm, spiel nochmal. Ganz im Ernst, ich bin gleich eh tot. Vogel. Ja, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay, das war witzig. Aber das Problem ist, ich kann ja jetzt auch nicht die ganze Zeit hier rumstehen, warten, bis irgendwas passiert. Oh, vor allem, wenn er das dann dauernd macht. Das waren nochmal 3 Schaden, yay. Und wenn der Typ einfach mal 60 Schaden hat, oder aushalten kann... Mist. Ist das natürlich auch kacke. Oh Mann! Ja, das war klar. Das war auch klar. Wieder 3. Also ich habe jetzt insgesamt irgendwie schon 30 Schaden oder so gemacht. Und wenn er, selbst wenn er noch 10 hat, dauert das trotzdem noch mega lange. Dieser Part hat Überlänge, tut mir echt leid. Aber nur weil ich so scheiße bin. Kann ich da nicht irgendwie Kravumso hinlegen? War klar. Wow, im Ernst jetzt? Was? Unmöglich, mein Roboter Typ L hat Raketen. Raketen! Das ist wahr. Ach, ist das kacke. Das war der behinderte Bosskampf ever. Lächerlich! Warum? Warum kann ich nicht gewinnen? Naja, vielleicht bist du einfach zu schwach. Jetzt lachst du, doch der grüne Donner vergisst nie. Du glaubst, du kennst ihn von irgendwo? Du bildest dir das sicher nur ein. Wahrscheinlich. Oh, sieh nur. Er hat es wohl beim Weglaufen verloren. Aber dies reine Herz ist...
Es ist zu Stein geworden. Ich kann seine Kraft nicht mehr spülen. Spülen. Amanakon. Spülen. Wir sollten es Merlon zeigen. Er weiß sicher, was zu tun ist. Du hast ein reines Herz erhalten. Okay, falsche Aufmachung, würde ich mal sagen. Ende des Kapitels. Ich verstehe das nicht. Warum kann ich sie nicht besiegen? Aha, haha. Haben Sie deinen Roboter schon wieder kaputt gemacht, Meister L? Oh, du bist es, Dimensio. Ich bin ratlos. Man sollte meinen, ein Riesenroboter würde mit ihnen fertig. Ich bin ein Versager. Wie soll ich so dem Grafen je unter die Augen treten? Vielleicht ist es besser so. Hey, warte! Halt, was hast du vor? Wie schon gesagt, du kannst nicht zum Grafen zurück, also verschwinde. Das ist nicht lustig, Dimensio. Wenn ich lachen wollte, würde ich dein Gesicht schon anschauen und das würde voll reichen. Na, wer wird denn so unhöflich? Du passt nicht hierher. Wenn ich dich jetzt besiege, wird es niemand je herausfinden. Und die anderen werden dich nie finden. Jetzt oder nie. Für dich ist der Vorhang gefallen, Meister L. Hey, warte! Was soll das? Du bist verrückt, Dimensio! Haha, psst, keine Angst, so schlimm ist es nicht. Ich schick dir die Helden hinterher, damit du jemanden zum Spielen hast. Das sah gemein aus. Ciao, Meister L. Schwupp, weg ist er. Die Zerstörung einer ganzen Welt war eine schreckliche Tragödie, genau wie der Fakt, dass dieser Part 22 Minuten lang geht. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.